mit 5 und 6 Dioptrien auf die Augen. Naja, aber du hast eine Brille an. Das hilft vielleicht. Wir Nicht-Brillenträger sind einfach alle viel zu stolz, eine zu tragen. Wir schämen uns vor uns selber. So, mein lieber Elder. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, zack. Dann haben wir Ring of Titans. Ring of Precision. Ich bleib bei meinem Ring der Wahrheit. What ails you, my friend? So, meine Freunde, ich glaube, wir nähern uns. Also wir gehen jetzt zum Endboss, kann das sein? War der Ring noch unidentifiziert? Nein. 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 Nicht, dass ich wüsste. Dachte gerade, nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, weil hier unten steht halt da, ne? Da steht nur Unique Ring. Und dann kann man da mal gerne das übersehen. So. Ich glaube weiterhin, dass ich an diesem Pentagramm irgendwas machen muss. Endboss? Mini-Bonus-Stage oder richtige Stage? Das ist auf jeden Fall ein katholischer Priester. I can't carry anymore. So viele Raum, wie der hier um sich schart, muss er ein katholischer Priester sein. Ein Drecksack. Aber ich vermute mal, dass ich das machen muss sogar. Um mir nach und nach die, weiß ich nicht, Türchen aufzumachen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Ja, weil jetzt ist es weg. Das ist ein Short Battle Bow ohne besondere Fähigkeiten.
bauen. Safe Game. Ich glaube, da oben ist auch wieder so ein Tisch, den ich noch nicht gesehen habe. Da. Der, oder vielleicht ist er Moslem, der umgibt sich mit sehr vielen Jungfrauen. Jetzt? Hä? Ist da auf dem Kopf noch ein Buch oder so? Habe ich gemacht. Also da drinnen wird auf jeden Fall ein Raum sein oder sowas. Das wäre ihr Preis gewesen. Abandon your foolish quest. All that awaits you is the wrath of my master. You are too late to save the child. Now you will join him in hell. Ich habe am falschen Punkt gespeichert. Ich habe am falschen Punkt gespeichert. So, jetzt bitte noch mal in Ruhe. Das. What ails you, my friend?
So, und... Mal gucken. Ein bisschen Ruhe am Karton. Sehr fein. Das Schöne ist, diese drei oder vier, die mit den Namen darum rumgesprungen sind, die sind mir hinterhergerannt. Das sind ja jetzt einfache Hellspawns. Autsch! Autsch! Your madness ends here, betrayer. So. Das. Das. Bevor wir irgendwas anklicken, speichern, neue Tränke kaufen. Bevor wir irgendetwas anklicken. Und wir dann plötzlich vor El Diablo stehen. I can't cast that here. Warum? What ails you, my friend? Buy items. So, Time Portal. Your story is quite grim. Mm-hmm. Well, what can I do for you? Nee, nee. Weitermachen. So. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt. Ist schon auch wieder Viertel vor eins hier. Meine Güte, die Zeit. Die Zeit ist weg. Hallo. Also ich will nichts sagen. Der Junge ist tot. Also der ist... Der ist tot, tot. Hallo.
Da ist wieder eine Portalo. Das ist noch eine ganze Ebene. Das ist nicht dein Ernst. Das ist noch eine ganze Ebene. Alter! Warum bewegt ihr sich nicht? Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ich brauche Feuerresistenzen. Feuerresistenzen. Wow! Plötzlich teleportieren die sich alle vor meine Nase. Und das Ganze im Nahkampf. Naja, du hast aber auch deutlich mehr Leben und deutlich mehr Rüstung als ich, würde ich jetzt mal glatt vermuten, oder? Weil wenn nicht, dann mein Beileid. Ja, aber ähnlich und die teleportieren sich weg. Ja, das ist halt der größte Mumpitz. Die haben sich einfach gedacht, ach komm. Wir machen wir die Succubus-Viecher noch schlimmer. Wir machen daraus einfach die Feuermagier. Zack. Zack. Vor allen Dingen die Frage ist, wie viele sind das? Es sind immer 12, ja, das ist richtig.
Okay. Noch ein Hebel. Woran merke ich, dass ich schon lange online bin, weil plötzlich Leute reinraiden, die ich nicht so häufig sehe? Moin, Augusta, hallöchen. Wie geht's euch? Und was habt ihr Feines gemacht? Bevor ich jetzt rausgetappt bin und das eingetippt habe. So. Mein Bot schafft das ja leider nicht so richtig. Ist der gleiche Befehl, aber Metroid Dread. Wenn der Boss mich fertig machen will, dann muss er schon... Ich weiß nicht. Oh Gott. Scheiße. ich dachte, da wird es weitergehen. Das war ja super dumm. Ah, ich liebe Souls-like. Ich liebe es. Ah, sehr schön. Diablo 2, sagt er, und dann ist es Ehren-Diablo 1. Es ist Diablo 1, ja. Aber moin Konstruktor und moin Saxa? Saxa. Klingt wie irgendwas aus Star Trek. Wie geht's euch? Metroid Dread habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Wo ist meine Maus hin? Hallo? Da. Ja, also man muss es Mo anrechnen. In meinem Titel steht drin Diablo 1 bis 4. Das liegt auch daran, dass wir, also ich habe noch nie Diablo gespielt. Weder 1, noch 2, noch 3, noch 4. Ich kenne Diablo nur vom Namen. Und habe mir vorgenommen, alle Diablo die Story einmal durchzuspielen. Und wie man sieht, für die Leute, für die Kenner unter euch, wir befinden uns am Ende von Diablo 1. Und das werde ich jetzt heute noch beenden. Damit es dann beim nächsten Mal, wenn wir mit Diablo starten, in 2 Wochen erst leider wieder, direkt mit Diablo 2 losgeht. Aber da steht ja Tag 2. Das ist richtig. Das ist richtig. Es ist auch Tag 2. Komme ich da nicht rein? Da ist kein Eingang. Okay. Kommt mal später wieder. Vielleicht. Du? Warte mal bei Diablo 2 ab. Da steht dann nachher Tag 10. Ja, spätestens ab Tag 5 ist es nicht mehr so verwirrend, glaube ich. Aber ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderbares Wochenende. Und hattet einen möglichst entspannten Montag. Lass das. Und ich hoffe, wenn ihr Diablo-Fans seid, Diablo richtig gut drin seid, hoffe ich, dass mein Gameplay euch das keine Kopfschmerzen bereitet. Ich gebe mein Bestes. Wie immer. Das Wochenende war gut, nur einen Tag zu kurz, wie jedes Wochenende. Ja, leider. Leider. Wir sind aktuell in... Hoppala. Wir warten kurz ab. Vielen Dank für dein Follow, Xaxa. Willkommen bei der Otterbande. Und ich hoffe, wir sehen dich auf jeden Fall bei Diablo 2 spätestens nochmal wieder. Wir sind gerade auf Umzugsvorbereitung. Wir ziehen jetzt kommenden Samstag um. Dementsprechend sind meine Wochenenden und meine Wochen generell sehr kurz aktuell. Weil Sachen packen, vorbereiten, planen, das ist blanker Horror. Umzüge halt, ne? Ich werde mich mal verabscheuen. Wecker stört wieder in 3 Stunden. In 3 Stunden. Du toppst ja sogar mich. Also wenn ich das manchmal sage und ich habe noch 4,5 Stunden, dann werde ich schon komisch angeguckt. 3 Stunden? Maximale Erholung und viel Spaß. Das wünsche ich dir. Dass du blitzschnell einpennst. 3 Stunden. Holy fuck. Das ist, Story und Diablo? Gibt da schon was? Aber ich
glaube, man kann das gut ignorieren. Ja, ich sag Story, aber ich meine eigentlich, ich möchte Diablo einmal von Anfang bis Ende durchspielen, ohne ewiges Endgame-Grinden, ne? Das ist bei manchen, gerade in den Modernen wahrscheinlich, irgendwann sehr essentiell. Aber ich möchte jetzt auch nicht 4 Monate lang Diablo 3 spielen. Da kommt wieder der Mob. Der Mob. Komm schon. Aua. Was ist das? Ist immer gut, dass es eine Treppe ist, aber eben ein Portal war. Ich habe gedacht, da kommt einfach nur noch der Endboss. Nein, es kommt noch ein... Ach, leck mich doch am Arsch. Lass das doch sein. Ich habe keine Feuerabwehr. Aber ich habe in meinem ganzen Run auch noch kein einziges Item mit Feuerabwehr gehabt. Muss ich mal... Erschreckt mich bitte nicht so. Bisschen mehr Leben vielleicht? So, bin auch mal raus. Gute Erholung. Alles klar, Konstruktor. Vielen Dank fürs Mitraiden. Ich wünsche dir auch maximale Erholung. Also eins ist klar, wir müssen nochmal in die Stadt uns eindecken mit allem.